Als Tikon sehen wir uns immer in der Rolle, dass wir Innovationen für unsere Kunden greifbar und nutzbar machen. Ich habe vorhin im Slido noch eine Frage gesehen im Laufe der Podiumsdiskussion. Da war so die Frage, wo waren denn jetzt die ganzen Buzzwords? Blockchain, AI, künstlicher Zwilling, wo waren die denn? Die kommen jetzt. Also für alle, für die es bisher zu bodenständig war, die kommen jetzt auf ihre Kosten. Meine Kollegen Karl Fuchs und Thomas Blöchel werden jetzt den Blick in die Zukunft werfen. Sie werden sprechen von Illusionen und Visionen. Ein bisschen Digitalisierung, ein bisschen Fortschritt und ganz viel intelligentes Enterprise. Lassen Sie sich verzaubern von meinen beiden Kollegen Karl Fuchs und Thomas Blöchel. Viel Spaß. Ja, Markus, vielen herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kunden, liebe Interessierte, liebe Partner, liebe Tekonler, herzlich willkommen zu Illusionen und Visionen. Und die Firma Tekon ist 1999 gegründet worden. Das ist jetzt knapp 20 Jahre her. Nächstes Jahr haben wir das 20-jährige Bestehen. Und 1999, da war ein Thema ganz groß. Vielleicht können Sie sich noch an das erinnern. Wer kennt das noch, was das für ein Thema war? Ja, es sind doch noch ein paar dabei. Ich habe mit meinem Kollegen, mit dem Thomas, haben wir darüber gesprochen. Er hat gesagt, keine Ahnung, was das war. Aber Y2K war ein ganz großes Thema 1999. There still exists a general state of either denial, complacency or even apathy about both the reality and the potential effects of Y2K. By the end of the 90s, many of us were happy slaves to our computers. But our new masters had a trick they had forgotten to tell us about. The basic idea on Y2K was that, for convenience, all these computer programs, when it came to do dates, you only needed two numbers. Why use four numbers when you only need two? And then they recognized, what date is a computer going to think it is when we get to 2000? One simple date change for man, one major screw-up for computer. At the stroke of midnight, January 1st, 2000, elevators may stop, heat may vanish, credit cards and ATMs may cease to function, airplanes and trains may come to a halt. People were terrified the world was going to end. This is not one of the summer movies where you can close your eyes during the scary parts. With nearly everything in our economy run by computers, the prospect of a digital meltdown is too huge to contemplate. I was worried because the whole computer game was new to us, and I was a little ignorant. We didn't know what we didn't know. And many thought what we didn't know was going to hurt us. I've got a revolver right now, but I wanted something more. That was a dragon's breath shell. It can shoot a 4,000-degree flame 300 feet. It's also the most popular ammunition among Y2K customers at KGS Guns and Ammo. There was a fear. Everything's in the internet. Everything's in computers. And we're going to lose it all. And Jesus is coming back. With pre-millennium tensions growing, the president appoints a crisis management expert to prevent a Y2K meltdown. 8 to 10% of the population were fairly confident that this was going to be an apocalypse. The president called me one night and said, here's an office and an assistant, and don't let the world stop. Don't let the world stop. Ganz so schlimm ist es dann hinterher nicht gekommen. Ein paar Themen hat es gegeben, aber dank intensiver Vorbereitung zahlreicher IT-Projekte, was eine tolle Zeit war damals, wurden die IT-Systeme darauf vorbereitet, dass es funktionieren kann. Aber was war das eigentliche Problem dahinter an dem Jahr 2000-Problem? Das Problem war folgendes, und zwar, dass der Speicher zu der Zeit, also in den 1980er Jahren, als viele Programme dann erstellt wurden, der Speicher sehr knapp und sehr teuer war. Und darum haben die Programmierer damals sehr sparsam aufgepasst, dass dann keine zusätzlichen Ressourcen benutzt werden und haben einfach mal zwei Jahreszahlen von dem Jahr weggelassen. Und das hat dann dazu geführt, dass man dann nicht mehr wusste, ist es 99 oder 00, ist es 1900 oder 2000. Das war das eigentliche Problem. Also das ist entstanden durch Speicherknappheit oder weil der Speicher extrem teuer war. Jetzt hat sich seit dieser Zeit natürlich einiges getan. Und wer von Ihnen auch mit digital fotografiert,
Gibt es irgendwelche Digitalfotografie? Hat jeder wahrscheinlich schon. Dann kennen Sie auch die kleinen Speicherkarten hier, die es hier gibt. Und die digitale Fotografie, so in den Anfangszeiten, war das eigentliche Problem auch wiederum der Speicherplatz. Also so Vollformatsensoren, solche Kameras, da hat er so ein Bild gleich mit 20 Megabyte. Und zu dem Zeitpunkt damals hätte man doch 3 Bilder auf einer Speicherkarte gebracht und das wäre es dann schon wieder gewesen. Also das waren die Themen damals mit der Speicherkapazität von solchen kleinen Chips. Zwischenzeitlich hat sich da einiges getan. 15 Jahre später, heute, wenn man in Amazon reingeht und schaut nach solchen Speicherkarten, dann kostet so eine Speicherkarte gerade mal 14 Euro und die hat nicht mehr 64 Megabyte, sondern 64 Gigabyte und kostet um einiges weniger. Das heißt, der Preisverfall, der hier stattgefunden hat, ist 3.900 Mal ist es günstiger geworden. Speicherkapazität. Speicher kostet nichts mehr. Kann man vernachlässigen in der Form. Jetzt haben wir natürlich überlegt, wie kann man denn das etwas plastischer machen, wie kann man denn den Preisverfall auch etwas plastischer darstellen. Und diejenigen von Ihnen, die da von München jetzt hier nach Straubing oder nach Plattling zuerst gefahren sind, sind wahrscheinlich von der BMW in Dingolfing vorbeigefahren, also großes Werk, das größte Werk von der BMW, was es hier in Bayern gibt. Und da wird ein Auto gebaut, unter anderem der 7er BMW. Jetzt habe ich einfach mal so einen Vergleich angestellt, so ein 7er BMW. Wenn man sich den im Jahr 2003 gekauft hätte, dann kostet der damals 76.500 Euro. Und wenn der den gleichen Preisverfall hätte wie so eine Speicherkarte, dann würde er jetzt 19,60 Euro kosten. Wer hat Lust auf einen 7er BMW für 19,60 Euro? Genau. Also man sieht, es ist extrem, was hier passiert, was hier am Preisverfall an Speicher passiert, was hier los ist. Jetzt bemühe ich das Gleiche nochmal in einem anderen Zusammenhang. Das waren damals 64 MB Kapazität und die Größe des Speichers hat sich so nicht geändert. Die Speicherkarten gibt es immer noch genau in der gleichen Form. Naja, vielleicht auch etwas noch kleiner, wer es noch kleiner will. Aber was sich halt schon geändert hat, ist die Kapazität auf der Speicherkarte. Die ist enorm gewachsen. Und das ist jetzt noch nicht die größte Speicherkarte, die es gibt. Zwischenzeitlich gibt es da schon Terabyte und sowas auf der gleichen Größe oder 2 Terabyte sogar. Aber wenn man es einfach mal das Beispiel nimmt, dann hat sich die Leistung ver-2000-facht. Also die Kapazität auf der Speicherkarte. Nicht nur der Preisverfall, sondern auch die Kapazität, was gespeichert werden kann auf der Karte. Ich bemühe wieder das gleiche Beispiel. Und Sie können sich schon in etwa vielleicht denken, was da passiert. Also ein 7er BMW, der hatte 2003, 37 Diesel, irgend sowas in der Größenordnung, der hatte damals 258 PS. Der hätte jetzt, wenn er die gleiche Leistungssteigerung schaffen würde wie so ein Chip, ungefähr 516.000 PS. Also das ist mal genügend Leistung. Das ist die Leistung ungefähr von einer Ariane 5, dass man da mal abheben kann und zum Mond fliegen kann. Also was in so einem Speicherchip, was sich da getan hat, was da passiert ist, das ist einfach enorm. Und was zusätzlich auch passiert ist, das ist, dass die Rechenleistung enorm zugenommen hat. Also München, Garching, 150 Kilometer von hier ungefähr entfernt, steht der Deutschlands größter Computer, Supercomputer, der SuperMUC-NG, also New Generation, ist der größte Rechner zurzeit in Deutschland und der hat mehrere Terabyte an Speicher, Arbeitsspeicher, Terabyte an Arbeitsspeicher. Also Rechenleistung und Speicher, kein Problem mehr, Geschäftsprozesse, Abläufe können komplett neu gedacht werden, es gibt keine Limits, no limits anymore. Und das ist natürlich auch ein Thema, wenn man das jetzt zusammenbringt, keine Limitierungen hier an der Technologie, zumindest von der Basistechnologie und die Geschäftsanwendungen, was in den Unternehmen benötigt wird und gebraucht wird, damit die Geschäftsmodelle von heute, die aktuellen Geschäftsmodelle abgewickelt werden können. Wenn man das zusammenbringt, wenn man das schafft, dann kann Magisches passieren, Thomas. Karl, vielen Dank. Ja, und um Ihnen das mal ein bisschen näher zu bringen, was denn in den Unternehmen, in der Unternehmenssoftware so passiert oder auch passiert ist, habe ich einfach mal was mitgebracht, um das ein bisschen zu veranschaulichen. Das ist ein Fußballschuh. Und zwar ein Fußballschuh aus 2018, also ein ganz aktuelles Modell, nagelneu, von Adidas. Ja, und jetzt passt es ja gerade, vorher auf der Podiumsdiskussion haben wir ja gehört, Schuhe kann man nicht digitalisieren. Keine Ahnung, wer sowas behauptet. Man braucht nur ein bisschen Magie. Dauert ein bisschen, Moment. Der Trick war gut, oder? Schon haben wir digitalisiert. Hier ganz groß das Adidas-Modell. Gehen wir mal ein bisschen zurück. 1962
hat ein Fußballschuh so ausgesehen. Ja, nicht viel anders. Stollen dran, auch ein Schuh mit Schuhbändern, immer noch das Gleiche. Also nicht so viel anders vom Modell her. Was aber passiert ist, Adidas hat 1962 diesen Schuh selbst hergestellt, alle Fertigungsschritte selbst durchgeführt und die eigentlich in Handarbeit durchgeführt. Alles, was für den Schuh notwendig war, das Leder, die Sohle, kam irgendwo aus einem ausgewählten regionalen Markt von Lieferanten. Adidas hat selbst die Teile weiterverarbeitet und zu einem Schuh zusammengebaut. Anschließend wurde der Schuh über ein reines Händlersystem in ausgewählten Ländern verkauft. Heute, 2018, dieser Schuh wird von Adidas nicht mehr produziert. Adidas vermarktet und designt diesen Schuh nur noch. Das sind die großen Unterschiede. Was ist also passiert in diesen 56 Jahren mit diesem Fußballschuh? In diesen 56 Jahren haben wir Individualisierung, Spezialisierung, Globalisierung und Automatisierung erlebt. Und ich denke, das ist das, was auf uns alle in den Unternehmen einwirkt und immer stärker einwirkt. Adidas, wie gesagt, produziert diesen Schuh nicht mehr. Adidas hat sich vor 56 Jahren, 1962, damals um die Produktion gekümmert und das war das Hauptthema für Adidas. Heute ist das Hauptthema nicht die Produktion, sondern die reine Koordination des Prozesses vom Design, vom Marketing bis hin zum Kunden. Und das Ganze soll ein Erlebnis werden. Betrachten wir mal die Entwicklungen in Unternehmen und die Systeme dazu, die da stattgefunden haben. In den 60ern bis in die 80er, im geschlossenen Unternehmenskreislauf, die einzelnen Abteilungen, auch in dezentralen Systemen unterwegs. Der Einkauf oder das Controlling legte Daten für sich ab, Informationen wurden weitergegeben an andere Abteilungen oder eben geholt aus anderen Abteilungen. Und so war das tägliche Business. Irgendwann reichte das halt nicht mehr. Im Zuge der Globalisierung, Spezialisierung, tiefere Fertigungsstufen musste es schneller gehen, mehr Informationen mussten verteilt werden. Die Abläufe in dieser Art und Weise waren einfach zu langsam. Was kam? Es waren die zentralen Systeme. Informationen wurden in den einzelnen Abteilungen zentral hinterlegt, abgelegt. Andere Abteilungen konnten entsprechend darauf zugreifen und so wurden Abläufe beschleunigt. Und das ist eigentlich das, was wir heutzutage kennen, wie wir in den Unternehmen arbeiten. Die Außenbeziehungen wurden ein Stück weit natürlich auch über Schnittstellen, sagen wir mal, digitalisiert. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja heute immer noch Ausnahmen, Themen, die nicht im täglichen Ablauf so automatisiert funktionieren. Und die müssen wir auch in zentralen Systemen entsprechend handhaben. Und wer momentan in Unternehmen fühlt sich denn nicht so, so ein System zu haben, aber so zu arbeiten? Und genau für das soll es Abhilfe geben und diese Abhilfe versprechen Cloud-Systeme. Alle Parteien, die an der Wertschöpfung beteiligt sind, sei es jetzt im Unternehmen, außerhalb des Unternehmens, sollen halt über ein zentrales System entsprechend halt eingebunden, in die Wertschöpfung eingebunden werden, Informationen, Informationsflüsse, Prozesse nochmal schneller abgewickelt werden können und wirklich alle Beteiligte entsprechend hier effektiv in die Wertschöpfung eingebunden werden. Das ist das Versprechen der Cloud-Systeme. Nochmal zurück zu Adidas. Diesen Schuh, den hat Adidas jetzt mittlerweile im eigenen Webshop. Ich kann meinen Schuh in, glaube ich, wie haben wir es, 1000 verschiedenen Varianten, also x-beliebige Größen für Frauen, für Kinder, in 20 verschiedenen Farben für verschiedene Untergründe, Rasen, Halle, Hartboden. In 1000 verschiedenen Varianten kann ich diesen Schuh weltweit beziehen und das direkt bei Adidas. Das bedeutet, meine Bestellung führt zu einem Kundenauftrag bei Adidas, einem Einzelbeleg. Und was Adidas noch vorhat in Zukunft ist, nicht, dass ich irgendwie eine Variante eines Schuhs im Online-Shop kaufen kann. Nein, sie wollen, dass ich
individuell meinen Schuh im Shop designen kann und sie wollen einen individuellen Schuh für mich produzieren. Das bedeutet nicht, dass der Kundenauftrag, mein Kundenauftrag bei Adidas im Shop ist. Nein, das bedeutet auch, dass ich einen persönlichen Fertigungsauftrag bei Adidas platzieren kann. Und wenn wir uns das mal betrachten in der Außenwirkung im komplexen System, führt es zu mehr Belegen, zu mehr Transaktionen und zu noch mehr Interaktionen, die abgearbeitet und durchgeführt werden müssen, damit ich als Kunde zufrieden bin. Und das wiederum steigert einfach weiter die Komplexität, mit der wir es zu tun haben. Und auch das soll ein Stück weit vermindert werden, ein Stück weit optimiert werden. Und was es eben dazu braucht, ist nicht nur ein Cloud-System, sondern eben ein intelligentes, automatisiertes Cloud-System, das eben mit dieser Vielzahl an einzelnen Transaktionen, mit dieser Vielzahl an individuellen Geschäftsprozessen entsprechend arbeiten kann. Ja, so sieht's aus. Karl, kannst du mal zeigen, was die SAP da entsprechend im Portfolio hat? Also intelligent, meinst du, ist ein gutes Stichwort? Intelligent ist sicherlich ein gutes Stichwort. Danke. Ja, also ich gehe einfach mal davon aus, dass die ganzen Firmen, die jetzt hier auch vertreten sind, natürlich intelligente Unternehmen sind, sonst wären sie ja nicht erfolgreich, sonst würde das Ganze nicht funktionieren. Aber was die SAP jetzt unter einem Intelligent Enterprise versteht, das würde ich Ihnen jetzt einfach gerne ein Stück weit noch näher bringen. Das ist jetzt ein Begriff, den die SAP auch so ein Stück weit geprägt hat. Und unter diesem Intelligent Enterprise versteht die SAP einfach alle Produkte, alle Dienstleistungen, alle Services, die die SAP im Portfolio hat, einfach zusammenzufassen. Und diese Zusammenfassung, dieses Intelligent Enterprise von der SAP, das bezieht sich oder das geht auf verschiedene, oder hat drei Themen, drei Hauptaspekte. Das ist zum einen die Intelligent Suite. Die Intelligent Suite, das ist der obere Bereich hier, das betrifft alles, was hier End-to-End-Kundenprozesse oder insgesamt Geschäftsprozesse im System betrifft. Dann gibt es hier die Digital Plattform, das ist einfach die Grundlage für alles, auf dem alles läuft. Da ist das ganze Datenmanagement mit dabei, da ist aber auch die Digital Plattform, unter anderem die Cloud Plattform auch mit dabei, die technologische Basis von dem Ganzen. Und dann gibt es noch eine ganz coole Angelegenheit, das sind nämlich die ganzen intelligenten Technologien, die die SAP hier out of the box mitliefert. Das ist der dritte Bereich, die Intelligent Technologies. Also diese drei Bereiche würde ich Ihnen jetzt einfach mal ganz kurz vorstellen, damit Sie ein kleines Bild haben, in welche Richtung sich die SAP da entwickelt und in welche Richtung das da zukünftig gehen wird. Beginnen möchte ich da mit der Intelligent Suite. Ich habe das kurz angesprochen. Das sind unterschiedliche Bereiche. Das sind Themen vom Customer Experience, Manufacturing, People, also alles, was mit Personal zu tun hat, bis auch zum Einkauf und externe Beschaffung, solche Themen. Das sind alles Lösungen, die die SAP ja schon länger im Portfolio hat und die hier zusammengefasst werden und gebündelt werden unter der Intelligent Suite. Hier laufen die ganzen Geschäftsprozesse wirklich End-to-End. Also wenn das irgendein Kundenkontakt von ganz Anfang ist, dann ist es hinterher tatsächlich bis zum Zahlungseingang von dem Kunden hier alles möglich mit den ganzen unterschiedlichen Funktionen, die auch dazwischen sind. Dahinter verbergen sich dann eigene einzelne Produkte der SAP, die hier platziert werden, ganz prominent, und auf die würde ich jetzt auch ein Stück weit näher gerne eingehen, ist natürlich zum einen S/4HANA Cloud oder S/4HANA On-Premise. Das ist ja das Nachfolgeprodukt des ERP, wie wir es so kennen, mit dem die SAP auch groß geworden ist. Und zum zweiten noch ein Thema, SAP C/4HANA. C/4HANA, das ist die Customer Experience, also alles, was mit CRM zum Beispiel zu tun hat, aber auch, wo die ganzen Kundendaten und die Kundenprozesse, die User Experience, die Customer Experience, was sich dahinter verbirgt, ist hier gemeint. Und das würde ich jetzt einfach an einem Beispiel auch gerne mal mit Ihnen durchsprechen, wie sowas aussehen kann. Also die SAP ist tatsächlich die einzige Firma am Markt, die das anbietet, dass man von einem noch nicht qualifizierten Kundenkontakt, also es hat irgendwas mal stattgefunden, ich weiß, es war irgendein Berührungspunkt mit meinem Produkt, das kann schon erfasst werden, bis tatsächlich den ganzen Sales-Cycle durch, bis dann hinterher auch eine Rechnung und der Zahlungseingang rauskommt. Und diesen kompletten End-to-End-Prozess mit der Kombination aus C/4HANA, wo die ganzen Kundenprozesse dann drin laufen, die Customer Experience drin läuft, bis hinten raus auch die ganzen kaufmännischen Prozesse und auch Produktionsprozesse, was dann wiederum im S/4HANA läuft, also in der ursprünglichen ERP-Software der SAP, das alles kann komplett nahtlos ineinander übergreifen. Wir haben da ein sehr schönes Beispiel auch gesehen. Wir waren dieses Jahr auf der TechEd bei der SAP in Las Vegas, da wo immer die neuesten Technologien so vorgestellt werden. Da geht die SAP ganz weit in die Zukunft, da muss man aufpassen, dass man da nicht mit abhebt bei der Gelegenheit. Aber da werden einfach mal solche Sachen, solche Beispiele auch mal aufgezeigt, wie sowas aussehen kann.
Und das ist jetzt ein Beispiel, was da gezeigt worden ist. Da war jetzt einer auf der Bühne, der hat sein Handy dabei gehabt und der ist da in sozialen Medien sehr aktiv, der ist damit unterwegs, der postet da sehr viel, der ist im Twitter aktiv und ist halt sehr gut sozial vernetzt. Und was der jetzt in seinem Beispiel hier macht, der geht jetzt einfach mal her auf der Bühne, der hat ein Auto daneben stehen, das Auto nimmt er, das sieht er irgendwo stehen und das Auto gefällt ihm sehr gut. Also holt er sein Handy raus, macht ein Foto vor dem Auto und sagt einfach mal, hey, das ist ein cool Car, was ich da sehe und verbreitet das im Twitter einfach an seine Freunde. Was jetzt das System im Hintergrund macht und es wurde dann auch so präsentiert, das ist, dass die SAP mit den Datenschnittstellen, was sie zum Beispiel auch zu so einem Twitter oder zu solchen Social Medias hat, dass also ein API, also API Business im API Business hat, dass eine Funktion aufgerufen wird, die eine Bilderkennung ermöglicht. Das heißt, es wird permanent gestreamt, was wird da irgendwo gepostet, was wird da irgendwie gemacht, ist es für mich relevant oder ist es nicht für mich relevant. Und über solche intelligenten Erkennungsmechanismen wurde dann erkannt, dass dieses Auto gepostet worden ist vom einen, das landet automatisch im C4HANA als mögliche Opportunity, als eine mögliche Sales Opportunity und landet bei dem entsprechenden Vertriebsinnendienst. Der geht dann auf den Geschäftsverfall, auf den möglichen Geschäftsverfall nochmal drauf, macht ein paar Konfigurationen, sagt, was wäre jetzt das Beste für mich, welche Konfiguration ist die beste Marge, welche Leistungsstufen, welche Batterie soll da in dem E-Auto mit drin sein, welche Farbe ist wann lieferbar und schickt diese Information dann wieder zurück mit demjenigen, der das Twitter, den Tweet abgesetzt hat. Also, wenn Sie sich wundern, warum dass Sie da plötzlich irgendwelche Informationen bekommen auf Ihrem Handy, obwohl Sie da gar nichts gemacht haben. Sie haben bloß irgendwas fotografiert, irgendwas angesehen und es war interessant, dann wird das gescreent, dann wird das überwacht und dann wird das auch so verwendet, dass es wieder zurückkommt. Also es sind noch nicht qualifizierte Kundenkontakte. Jetzt einfach mal der große Schritt, wie das früher so läuft, wie läuft das? Marketingkampagnen. Es wird irgendwo Adressbestand selektiert, der Adressbestand wird adressiert, da wird was rausgeschickt, dann wird das nachtelefoniert, dann wird das so gemacht, so laufen Kampagnen bis jetzt. Wenn es schon ein Stück weiter geht, dann wird da gecheckt, wer ist auf meiner Homepage wo unterwegs gewesen, das wird getrackt und dann wird der direkt kontaktiert, so in der Form. Das sind alles Themen, die kennen wir schon. Sowas geht noch einen weiten Schritt darüber hinaus. Das gibt es aber natürlich auch schon bei Amazon und Co. Sie müssen bloß mal was eingeben, was suchen, was der nächste in Tagen in der Suchanfrage erscheint rechts. Und was jetzt passiert ist, dass das die SAP ermöglicht, dass genau solche Anwendungen, die schon lang User sind bei anderen Applikationen, dass die genau Einzug halten eben jetzt in die Businesswelt von SAP und von Ihnen allen, was da genutzt werden kann. Gut, also Thomas, jetzt haben wir das gesehen. Wie sieht es denn da aus in anderen Bereichen? Gibt es auch irgendwelche Sachen, wo vielleicht zukünftig das etwas anders läuft als bisher? Ja, du hast ja gerade angesprochen, also Dinge von der SAP, die in Zukunft Einzug halten werden. Hier mal ein konkretes Beispiel von etwas, das schon Einzug gehalten hat. In der aktuellen Version S4HANA ist genau dieses Ding entsprechend auch schon mit enthalten, wird mit ausgeliefert. Wir alle kennen das Thema Wareneingangsrechnungseingang, Ausgleich Währekonto. Ich habe eine Bestellung, ich habe einen Wareneingang, ich habe einen Rechnungseingang. Wenn die Beträge entsprechend übereinstimmen, wird das Thema automatisch ausgeglichen. In vielen Fällen stimmt es halt eben nicht überein und der Ausgleich kann nicht erfolgen. Was normalerweise jetzt in den Unternehmen passiert, ist eben Nachforschung aller Beteiligten, was war der Grund, warum es hier zu entsprechenden Differenzen gekommen ist. Was jetzt neu entsprechend eben mit in S4HANA mit drin ist, ist eben hier, falls keine Zuordnung eben erfolgen kann, gibt es entsprechende Möglichkeiten der Analyse, also Dashboards entsprechend, die den Sachverhalt automatisiert mal dem User, der dafür verantwortlich ist, auszugleichen, entsprechend alle Informationen geben. An der zweiten Stelle eine Assistenz, mit der ich halt schon mal arbeiten kann, um beteiligte Personen entsprechend zu kontaktieren, digital zu kontaktieren und im Kontext zu kontaktieren. Das heißt, alle Informationen, die ich schon vorbereitend recherchiert habe, werden halt automatisch an den Wareneingang zum Beispiel halt weitergegeben, um den Sachverhalt zu klären. Und was dann eben noch passiert ist, dass das System auf Basis meiner Analyse und auf Basis der Korrespondenzen, die ich durchführe, im Nachgang automatisch lernt, was habe ich gemacht, was habe ich getan, um zum Schluss im Einzelfall den Währeausgleich durchzuführen. Und in weiteren, in nächsten Fällen, wo es wieder zu Differenzen kommt, werden wir halt dann schon weiter automatisiert Dinge vorgeschlagen, um den kompletten Prozess zu beschleunigen. Und das eben auf Basis von künstlicher Intelligenz. Und dieses Beispiel eben schon konkret enthalten in S4HANA von heute. Ein anderes Beispiel, das auch
bereits in S/4HANA entsprechend mit vorhanden ist. Wir kennen es, Kundenauftrag, Wareneingang, Faktura, Zahlung, Eingang, normaler Prozess. Der FI-Beleg für das Reporting, der auch ein Stück weit relevant ist, um die Liquidität eines Unternehmens entsprechend abzubilden im Reporting, wird erstellt bei der Warenausgangsbuchung, wenn meine Ware den Hof verlässt an der Stelle. Ab dem Zeitpunkt habe ich einen FI-Beleg, der die Liquidität im Reporting meines Unternehmens entsprechend repräsentiert. Was aber neu jetzt an der Stelle mit drin ist, ist ein Predictive Accounting Logic. Das heißt, schon vorneweg, Kundenauftrag ja eigentlich schon ein Stück weit früher mit dem Angebot, wird im System automatisiert über Machine Learning ein sozusagen virtueller FI-Beleg, ein prädiktiver FI-Beleg erzeugt, der schon mal Wahrscheinlichkeiten mit reinnimmt, um welchen Kunden handelt es sich. In wie vielen Fällen hat dieses Angebot bei diesem Kunden zu diesen Produkten denn zu einem Auftragseingang geführt? Und weiter noch, in wie vielen Fällen waren die Zahlungsziele, die wir dem Kunden dann gegeben haben, auch eingehalten? Und all diese Informationen fließen hier über KI entsprechend mit ein. Es wird hier ein virtueller Beleg erzeugt, der zum Zeitpunkt des Angebots schon im Reporting auf die Liquidität entsprechend mit einwirkt. Und das sind Themen, die entsprechend heute schon in S/4HANA mit vorhanden sind. Boah, coole Sache, Thomas. Du hast gesagt, vom Angebot. Geht es auch beim Angebot tatsächlich schon? Ja. Okay, also nicht erst zum Zeitpunkt Kundenauftrag, schon beim Angebot wird überprüft, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit und auf Vergangenheitswerten, Mustererkennung, maschinelle genau. Intelligenz. Okay, Wahnsinn. Und dann in eigenen Strukturen, genauso wie die Ist-Daten auch sofort online in allen Auswertungen mit enthalten. In den gleichen Strukturen, dass sie halt auch wirklich sofort im Reporting, ohne dass ich irgendwie ein neues Reporting aufbauen muss, zur Verfügung stehen. Okay. Coole Angelegenheit. Also Sie sehen, es gibt da sehr viel, was die SAP jetzt da entwickelt, was sie an neuen Technologien oder wo sie Technologien, die es vielleicht schon gibt, mit den Möglichkeiten, die jetzt die neuen Technologien auch ermöglichen. Speicherplatz, Rechenleistung kostet nichts mehr oder ist im Überfluss vorhanden, haben wir vorhin gelernt. Also relativ günstig. Dass auf der Basis dann eben solche Themen genau möglich sind. Und die Möglichkeiten, die werden da komplett in der Intelligence Suite auch so mitverwendet. Also das sind die einzelnen Bereiche, die es gibt. Ich will da gar nicht in Detail jetzt drauf eingehen. Ich will da nicht das komplette Produktportfolio von der SAP jetzt mal zeigen. Nur so viel, es ist viel, viel mehr als das, was jetzt hier als Schlagwort dann auch mit draufsteht. Also das ist der eine große Bereich, wenn die SAP von Intelligence Enterprise spricht. Das ist die Intelligence Suite. Es gibt einen zweiten Bereich. Der zweite Bereich ist die Digital Plattform. Das ist einfach die Basis für alles, was die SAP macht. Irgendwo muss das Ganze ja darauf entwickelt werden, muss das Ganze ja auch laufen, müssen die ganzen Daten verwaltet werden und so weiter. Und da ist eben die Datenverwaltung ein ganz großes Thema mit der SAP HANA, mit der eigenen Datenbank der SAP, die von der SAP entwickelt worden ist, die In-Memory-Datenbank. Ich sage immer, was ist das, wenn man das vergleicht? Na ja, früher so eine Datenbank war ein Telefonbuch, da habe ich aufgeschlagen, habe nachgeschaut, Indizierung, wo steht wer mit welcher Telefonnummer. In-Memory-Datenbank SAP HANA ist alles im Kopf. Ich muss da nicht nachschlagen, ich muss da nichts schauen, sondern ich weiß die Telefonnummer einfach auswendig. Das ist SAP HANA an der Seite und dann SAP Cloud Plattform, auch mit dem SAP Business Hub, was wir gerade gesehen haben, auch wo schon sehr viele intelligente Funktionen zur Verfügung gestellt werden durch die SAP. Das ist ein riesengroßer Werkzeugkasten, wo das Ganze dann auch nochmal zur Verfügung gestellt wird. Ja, Thomas, jetzt hast du vorhin deinen Turnschuh gezeigt, deinen Fußballschuh gezeigt. Wie ist denn das? Ist jetzt der auch intelligent oder nicht? Oder wie kann man sich denn sowas vorstellen? Also ich weiß nicht, ob der Schuh intelligent ist. Kann ich nicht sagen. Ich glaube nicht. Aber was es zumindest von Adidas gibt, ich glaube, das nennt sich Mi, Adidas Mi. Es gibt einen Sensor, den kann man in den Schuh packen. Der zählt sozusagen die Schritte, über die dann halt die Geschwindigkeiten ermittelt werden, über die die Zeit ermittelt werden kann, wie lange bin ich gelaufen, wie viel bin ich innerhalb eines Fußballspiels gelaufen. Und das ist ja nicht mehr nur für Profis irgendwie steht es zur Verfügung, sondern ja mittlerweile auch für Amateure. Ich kann mir den Chip kaufen, ich glaube, er kostet irgendwie 40, 50 Euro. Funktioniert, was passiert? Wir schaffen sozusagen in alltäglichen Gegenständen Sensoren einzubauen, die Daten erfassen und diese Daten wollen ausgewertet werden. Und genau diese Themen, Daten überhaupt bis zur Auswertung zu bringen, da ist genau das Thema IoT-Plattform der SAP im Spiel. Ein Kollege von mir hat gestern hier an dem Stand an der Seite genau dieses rote Kästchen hier mal verwendet. Da sind verschiedene Sensoren mit drin verbaut.
und hat in der Demo innerhalb von, würde ich jetzt mal sagen, 5 bis 10 Minuten Daten aus diesem Kästchen in die Cloud der SAP gegeben, dort eine Auswertung drauf gebaut, dort die Daten gespeichert, das Gerät an sich sogar dort registriert, das heißt, man kann nachverfolgen, woher kommen die Daten, von welchem Gerät, und das alles über sichere Verbindungen, ohne sich jetzt irgendwie über Infrastruktur oder sonstiges Gedanken machen zu müssen. Und das zeigt auch ein Stück weit, ja, was diese Plattform imstande ist zu leisten. Ich melde mich heute an, ich habe ein technisches Gerät, irgendwas, was Daten liefert, und ich schaffe es sofort, das entsprechend in die Cloud zu bringen und innerhalb von 10 Minuten die Daten verfügbar zu machen. Ein anderes Beispiel, auch eine Technologie, die in der Cloud-Plattform entsprechend mit enthalten ist, ist das ganze Thema IoT in Richtung Spracherkennung, in Richtung Texterkennung, was jetzt eigentlich in digitalen Assistenten immer mehr und mehr genutzt wird. Dazu ein Beispiel, das wir uns mal anschauen können. Jetzt bei uns im Haus, wir haben einen Chatbot auf Basis dieser Technologie geschrieben, der jetzt einfach mal im Instandhaltungsumfeld, im Instandhaltungskontext tätig ist. Das heißt, ich als Instandhaltungsmitarbeiter gehe hier mal an meinen Chatbot, begrüße den mal recht herzlich mit Hallo. Der Chatbot heißt Marvin und fragt uns gleich mal, wie er uns helfen kann. Wir wollen wissen, was es denn heute für uns zu tun gibt. Der Bot weiß, wir sind Instandhaltungsmitarbeiter, das heißt, im Kontext zeigt er uns jetzt mal alle Aufträge an, die heute im System für uns denn so vorhanden sind. Sind 4 Stück. Wir wählen einen der Aufträge aus und er fragt uns gleich im Anschluss, wollen wir denn mit dem Vorgang beginnen und mit welchem Vorgang wollen wir denn beginnen? Wir nehmen den Vorgang 20, den zweiten, und wir im Kontext sofort in der Durchführung, wir haben gefragt, ob wir einen Teilrückmeldel oder Endrückmelden wollen, wie viele Minuten wir denn gebraucht haben, und haben so die Gelegenheit halt hier wirklich den Auftrag, den Vorgang entsprechend abzuschließen. Wenn wir uns mal betrachten, was dazu momentan im System notwendig ist, überhaupt erstmal die Auftragsliste auswählen, eine Selektion ausführen, für die Rückmeldungen gehen wir dann wieder in ganz andere Transaktionen rein. Hier läuft das alles so ein bisschen interaktiv im gewohnten Sprach- oder Textkontext einfach mal automatisch alles im Hintergrund ab. Ja, das ist ein gutes Beispiel für maschinelles Lernen, das an der Stelle angewendet wird, Texterkennung. Und Karl, wie funktioniert das eigentlich so, maschinelles Lernen? Boah, Thomas, jetzt bin ich schon baff. Das heißt, ich brauche keine Transaktion, nicht mehr, nichts mehr, sondern ja. Ich frage, was los ist. Und der sagt es mir. Wie heißt der? Marvin. Der heißt Marvin. Der heißt Marvin. Andere heißen Alexa. Alexa? Ja. Was passiert jetzt, wenn Alexa und Marvin, wenn sich die zwei verstehen, bekomme ich dann beim Frühstückstisch von der Alexa schon gesagt, was ich heute für Aufträge habe, die ich abarbeiten muss? Könnte passieren. Ob ich das will, ich weiß nicht. Bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob das meine Zukunft ist. Aber technisch ist es auf alle Fälle machbar. Technisch gibt es anscheinend da keine Restriktionen mehr. Also es ist was vielleicht im privaten Umfeld schon lange gang und gäbe ist, dass ich das sage, Alexa, mach die Musik an, mach das Licht aus, mach es leiser, mach es lauter. Das wird dann auch in unseren Geschäftsprozessen, in unseren Systemen hier Einzug halten und so ablaufen. Wie funktioniert jetzt sowas eigentlich? Also wie kann man sich das vorstellen? Was ist so ein maschinelles Lernen? Wie muss man sich das vorstellen? Jetzt glaube ich, haben wir vorhin schon mal gehört, das gibt es auch schon ewig. Maschinelles Lernen oder Predictive, solche Sachen gibt es auch schon lange. Aber was halt jetzt dazu kommt, zu dem Know-how, wie sowas funktionieren könnte, ist die Technologie. Also wir haben jetzt die ganzen Speicher, wir haben die ganzen Daten online im Speicher, im Kopf zur Verfügung. Und ich kann an meinem Speicher nachschauen mit meiner Rechenleistung, hat sowas schon mal gegeben oder wie sieht das Ganze aus? Ich kann da lernen dabei und beim nächsten Mal weiß ich das schon wieder und habe das im Zugriff. Also das heißt, zu den Technologien, zu dem Know-how, wie sowas funktioniert, kommen jetzt auch noch die technischen Möglichkeiten, dass man das Ganze tatsächlich machen kann. Und wie das Ganze abläuft, das sind zum einen die Daten. Das sind viele Daten. Das sind sehr viele Daten. Das sind Massendaten. Das sind Big Data. Und da stecken jede Menge Informationen drin. Und dann gibt es auch noch Möglichkeiten wie Text, was wir jetzt gerade gesehen haben, dass man mit dem Marvin kommuniziert oder Video oder Speech oder Image, was vorhin auch das Thema mit dem Auto war, dass man das Auto so erkennt und so vergleicht. Wie funktioniert jetzt sowas? Also kommt zum Beispiel so ein Image, kommt eine Tomate und dann vergleicht das System Tomate rund, könnte Apfel sein, könnte Tomate sein, könnte Orange sein.
Und dann rot, oh, jetzt wird schon eingegrenzt, jetzt könnte es vielleicht eine Tomate sein. Und dann wird es halt erkannt, was das jetzt vielleicht sein könnte. Das heißt, die Daten werden zuerst mal so aufbereitet, dass man es auch verwenden kann. Das wird vielleicht auch trainiert. Ich sage, nein, das war keine Tomate, das war was anderes. Dann wird es ausgeführt hinterher. Und was dann gelernt worden ist, hier an der Stelle, wird beim nächsten Mal wieder angewendet. Das heißt, wenn ich einmal gesagt habe, das war keine Tomate und es kommt ein ähnliches Bild, dann wird das System das selber wissen, dass es was anderes war in der Form. In unserem Fall war es so, dass es Texterkennung war. Also, was steht heute für mich an? Da waren jede Menge Informationen drin. Und dann wird es auch wieder ausgelesen aus den Informationen für mich. Also, ich bin angemeldet am System, ich bin Instandhalter, wird es wahrscheinlich um Instandhaltungsaufträge und Instandhaltungsthemen geben. Zu tun, also irgendwas, ich muss irgendwas ausführen, das ist dann wahrscheinlich irgendwelche Arbeitsvorräte, irgendwelche Aufträge, die da ausgegeben werden. Und dann heute, dann haben wir einen zeitlichen Bezug auch noch, da wird das eingegrenzt, alles hier über die künstliche Intelligenz, damit eben genau diese Liste ausgegeben wird hier an der Stelle. Und das ist das, wie das Ganze funktioniert und das auf Basis von Massendaten, von unendlich vielen Daten, von unendlich vielen Lernmustern, wie sowas aussieht. Ich habe mir das mal angeschaut oder das werden wir hinterher vielleicht auch noch ganz kurz sehen in dem Folgevortrag. Da haben wir auch sowas Ähnliches gemacht mit Erkennung von Dekoren und das werden wir dann auch noch mal sehen, wie sowas im Endeffekt etwas aussehen kann. Gut, also an der Stelle ist es natürlich jetzt schon mal ein riesengroßer Fortschritt. Thomas, jetzt gibt es sowas in anderen Bereichen auch noch? Wo kann man sich sowas vielleicht auch noch vorstellen, da wo ich vielleicht etwas unstrukturiert unterwegs bin, wo ich noch gar nicht weiß, was ich eigentlich will und dass man das System irgendwelche Vorschläge macht? Kann man sich dann andere Szenarien vorstellen? Also speziell im BI-Umfeld ist auch ein konkretes Beispiel, da ist auch was verfügbar, was die SAP in der Business Objects Cloud entsprechend mit anbietet. Hier schaut man mal kurz um auf eine Live-Demo. Ich bin hier in meiner SAP Analytics Cloud unterwegs. Ich habe dort meine entsprechenden Daten mit drinnen und ich will hier mal Auswertungen machen. Und glauben Sie es mir, ich habe keine Ahnung von BO, von Data Warehouse oder sonst irgendwas, aber das Ding verstehe ich mittlerweile. Ich will jetzt einfach mal zum Thema Umsatz, Umsatzentwicklung eine Analyse machen. Ich sitze ja, glaube ich, so habe ich es verstanden, auf einem Datentopf meiner Unternehmensdaten. Und ich kann jetzt hier mal das System anfragen, zum Thema Umsatz mir entsprechende Auswertungen zu machen. Und das Ding läuft jetzt einfach mal los. Und was es macht, man sieht es ein bisschen im Flackern hinten im Hintergrund, da werden verschiedenste Reports automatisiert erstellt. Es wird analysiert, was steht denn im Umsatz denn generell in Korrelation zu den Daten, die ich im System habe. Und genau aus diesen Dingen werden jetzt halt hier verschiedene Einzelreports auf mehreren Dashboards erstellt, die ich dann entweder weiter bearbeiten kann oder die mir mal einen Einblick geben, hey, was hat denn überhaupt mit dem Umsatz zu tun, was beeinflusst denn den Umsatz in meinem Unternehmen, um einfach tiefere Einblicke zu bekommen. Wir sehen es hier, wir haben insgesamt mal das Umsatzvolumen dargestellt. Wir sehen auch ein bisschen technische Informationen, wie oft denn solche Datensätze überhaupt da sind. Aber was das System halt schon mal gesagt hat, okay, es analysiert mal nach verschiedenen Materialgruppen automatisiert die Umsätze. Wir sehen auch hier einen Trend zum Umsatz, der dann automatisiert hier hinten auch schon mal für die letzte Periode einen Trend auch mit dabei hat. Also es ist nicht nur die reine Aufbereitung der Daten, die im System sind, sondern es werden auch gleichzeitig mal Prognosen entsprechend hier mit abgebildet. Und über weitere Dashboards und so weiter kann ich halt hier mal ein Gefühl dafür bekommen, was beeinflusst denn tatsächlich meine Umsätze. Und das komplett automatisiert, funktioniert nur, weil es in der Cloud ist, funktioniert auch nur, weil darunter maschinelles Lernen stattfindet. Das heißt, was ich jetzt gemacht habe, beeinflusst dann zum Schluss vielleicht schon wieder den nächsten Report, das nächste Mal, dass sowas aufgerufen wird. Und die Kennzahlen werden dann vielleicht ein Stück weit wieder anders aufbereitet oder andere wichtigere Einflussfaktoren in der Zukunft werden halt eben dann auch anders dargestellt. Wow. Klasse. Thomas, geht sowas anders auch, dass ich dann einfach fragt, sagt man doch einfach mal den Umsatz nach Vertriebsgebieten, nach Vertreter, solche Sachen? Ja, ich sage jetzt mal, die Technologie der Aufbereitung der Kennzahlen, die haben wir jetzt gesehen. Jetzt können wir uns noch darüber unterhalten, was muss ich denn tun, um das System überhaupt zu bewegen, mir Daten aufzubereiten. Ich habe jetzt hier einfach nochmal irgendwie Klicks ausgeführt und habe mich irgendwo angemeldet.
Wenn wir uns das aber jetzt mal weiterdenken, dann gehe ich halt morgens einfach mal aus dem Haus und frage vielleicht noch irgendwie meine Alexa, sie soll mir mal die Umsatzzahlen von gestern geben. Dann passiert nichts anderes. Ich habe einfach nur die Art und Weise, wie ich mit dem System kommuniziere, geändert. Im Hintergrund wird aber genau sowas ablaufen. Okay, klasse. Also Alexa im Reporting. Daniel, tut mir jetzt leid. Keine Ahnung, was wir mit dir noch machen zukünftig. Nein, ich glaube, da gibt es ja ganz viele Themen, die man da in diesem Zusammenhang auch wissen muss und braucht. Also Daniel ist unser BI-Beauftragter oder BI-Verantwortlicher bei der TECON. Ja, wir haben jetzt das gesehen, das ist die technologische Plattform, das ist die technologische Basis. Da sind sehr viel Datenverarbeitung ist da mit dabei, mit der SAP HANA Datenbank. Erst die In-Memory-Datenbank ermöglicht solche Online-Prädiktionen, Online-Ausschauen in die Zukunft aufgrund der vorhandenen Daten im System. Nur wenn die online zur Verfügung stehen und nicht nur online, sondern auch in Memory zur Verfügung stehen, kann es so in der Form gemacht werden. Und auch die Cloud-Plattform, das ist einfach die technologische Basis der SAP, auf der sich zukünftig alles abspielt und die ganzen Erweiterungen und die ganzen Systeme auch laufen. Und auch hier wieder, das sind nur ein paar Schlagwörter, da gibt es ganz viel noch, was im Hintergrund die SAP hier im Portfolio hat und was die SAP hier anbietet. Hasso Plattner hat mir gesagt, also die SAP Cloud Plattform ist einfach die zentrale Drehscheibe für die SAP für die Zukunft. Man hört schon, es ist immer Cloud, 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 alles ist Cloud, alles geht in die Cloud, alles wird Cloud. Also wir sind von der Tech zurückgekommen, hatten eigentlich nur noch Cloud im Kopf, aber es ist ja natürlich sind die ein paar Jahre voraus, auch immer insofern. Und natürlich gibt es auch Bedenken und natürlich gibt es auch Themen, die man berücksichtigen muss. Und natürlich muss man das auch alles ernst nehmen. Also wir haben gestern Abend zum Beispiel ein Gespräch gehabt, ja, was ist denn los, wenn es wirklich vertrauliche Daten sind? Ich will meine Daten nicht in der Cloud haben. Ich will nicht, dass die irgendwo liegen. Und ich weiß es nicht, ich will die lieber beim Hartl-Weder liegen haben, in Hofkirchen, und sagen, okay, da kann ich jetzt auch mal rumlaufen mit meinen Daten. Ist alles legitim, ist alles okay. Aber vielleicht gibt es ja dann so hybride Landschaften, wo man sagt, der eine Bereich ist eben so aufgestellt, der andere Bereich ist anders aufgestellt. Dort, wo schnelle Innovationen stattfinden müssen, machen wir das ein Stück anders. Und vielleicht gibt es auch so Technologien in der Form, dass man das so macht. Ich glaube, mit unserem HR-Portal läuft das so, dass man sagt, die Daten liegen zwar zentral on-premise bei mir, aber die Funktionen, die darauf zugreifen, die sind dann wiederum in der Cloud. Und da kann man auch schnell Innovationen dann vorwärts treiben und von der Applikationsseite her, noch nicht von der Datenhaltungsseite, aber von der Applikationsseite dann das Ganze so machen. Also, Hasso Plattner ist hier unterwegs und hat eine Vision. We've created a digital disruption. 90% of the world's data has been created in the last 2 years. The data is endless. It's changing the way we live and work. What do you want to do with it? Get end-to-end visibility and meaningful predictive insights. Drive operational excellence. Increase profits. Realize the digital promise today. Let's get started. Machine learning. Internet of Things. Analytics. Blockchain. Data intelligence. Big data. Embedded intelligence in cloud applications. SAP Leonardo. Unlock the intelligent enterprise. Unlock the Intelligent Enterprise. Ja, wie sieht das Ganze aus? Ich habe es vorhin schon ganz kurz angesprochen, es gibt grundsätzlich die zwei Bereiche. Auf der linken Seite, das ist dann eher die Seite, System of Records, das sind die ganzen Applikationen, die die SAP für die Geschäftsprozesse hier im Portfolio hat. Das sind die ganzen End-to-End-Prozesse. Das ist das, was wir so aus unserem täglichen Geschäft kennen auch. Da machen wir unsere Implementierungen, da sind wir unterwegs, da bringen wir das bei unseren Kunden zum Laufen, da trainieren wir das, da machen wir Datenübernahme, da machen wir das Ganze. Auch hier gibt es schon Bereiche, die sind ausschließlich in der Cloud unterwegs, aber zum Beispiel S4HANA ist eben on-premise noch entweder lokal installiert oder auch in der Cloud unterwegs hier in dem Zusammenhang. Und das Coole, was die SAP hier wirklich geschafft hat, und von daher macht es so viel Spaß, weil die SAP da so gut aufgestellt ist, jetzt an der Stelle, dass sie diese Welt eben verbindet mit einer Welt, die komplett schnell und innovativ unterwegs ist. Das ist die ganze Welt, hier ist man dann auf der SAP Cloud Plattform unterwegs. Und wenn man sich das jetzt mal vorstellen kann, wie sowas aussehen kann, jetzt glaube ich, die letzten Tage ist es erst rausgekommen, die Arztrezepte oder die Rezepte für die Arztbesuche oder für die Medikamente, die werden jetzt dann digitalisiert, war jetzt Thema, ist groß in den Schlagzeilen gewesen. Ja, wie machen wir sowas? Da haben wir Kunden, die betrifft es ein wenig und die müssen sich jetzt überlegen, wie geht man mit solchen Themen um? Und das wäre so ein Beispiel, wo man sagt, hey, ich habe da in 18 Standorten weltweit verteilt meine Systeme am Laufen hier an der linken Stelle, wo das sind ganz stabile Prozesse und da will ich auch nicht dran und da will ich auch nichts verändern so in der Form. Jetzt muss ich aber sehr schnelle Möglichkeiten haben, dass ich da möglichst auch nach außen offen, weil ich muss vielleicht mit den unterschiedlichsten Parteien kommunizieren, mit Ärzten, mit Krankenkassen, ich weiß nicht, mit wem alles.
Und da kommt dann eben dann genau der rechte Bereich ins Spiel, dass man sagt, hey, da ist man verdammt schnell, da kann man sehr schnell was auf die Beine stellen, da kann man sehr schnell ein Prototyping machen. Und da geht es dann darum, dass man über solche Workshops wie Design Thinking Workshops dann eben auch schnell rausfindet, wie kann sowas funktionieren, wie kann sowas aussehen, wie kann man den riesen Werkzeugkasten, den uns die SAP damit an die Hand gibt, genau in der Form benutzen, damit es funktioniert. Und es geht wirklich sehr schnell, solche Sachen, dass man da solche kleinen Applikationen auch damit reinbaut. Also die Innovationsgeschwindigkeit hochhalten, rechts die Verlässlichkeit, die Datensubstanz und alles, was da an Geschäftsprozessen, an kritischen Geschäftsprozessen läuft, auf der linken Seite hier an der Stelle. Und da möchte ich jetzt einfach ein Beispiel nochmal rausgreifen, hier, was hier in SAP Leonardo auch mit dabei ist. Das ist die Blockchain. Wer hat Blockchain schon mal gehört? Gut. Wer weiß, wie Blockchain funktioniert? Okay. Also ich habe es mal versucht, dass ich das Ganze etwas darstelle. Und was ist eine Blockchain? Eine Blockchain ist nichts anderes als verteilte Daten. Das heißt, die Daten, die liegen nicht irgendwo zentral an einer Stelle und werden dort verwaltet, sondern die Daten werden gleichzeitig an alle verteilt, die in so einer Gemeinschaft eben mit dabei sind. Ich habe jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel rausgesucht, nageln Sie mich nicht fest und das ist mit Sicherheit auch nicht hundertprozentig vollständig, so auf die Art und Weise, aber nur, dass man sich etwas vorstellen kann. Am Beispiel Grundbuch gibt es verschiedene Beteiligte, es gibt Privatpersonen, es gibt Firmen, es werden Häuser gekauft, Grundstücke gekauft, Wohnungen gekauft und jeder, der das schon mal gemacht hat, der weiß, da gibt es noch jemanden, da gibt es das Grundbuch, dann gibt es einen Notar dabei und jedes Mal, wenn da irgendein Geschäftsvorfall stattfindet, dann wird das Ganze eben im Grundbuch auch nochmal zentral nachgehalten. Da gibt es einen zentralen Bereich und da steht die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Wenn ich wissen will, wem eine Wohnung gehört oder ein Grundstück, dann kann ich da nachschauen und dann steht es da drin. So ein charmanter Nebeneffekt für Notar ist, dass der natürlich bei der Gelegenheit immer mit abkassiert. Also so sieht es bis jetzt aus. Jetzt, wenn man sich so verteilte Bücher, so ein Blockchain mal vorstellt, wie könnte sowas aussehen, dann könnte es auch ein Thema sein, dass man sagt, also die Informationen, die es hier gibt, die werden einfach nicht zentral irgendwo gehalten, sondern jeder der beteiligten Personen ist auch gleichzeitig derjenige, der auf alle Daten wieder zugreifen kann und die Daten auch lesen kann. Und von daher weiß ich selbst, weil die Information bei mir ist, welches Grundstück wem gehört und ob das so rechtens ist, was da läuft oder nicht. Und wenn man das so in der Form macht, dann kann man sich gleich die nächste Frage stellen, brauchen wir da noch ein Grundbuch und brauchen wir dann noch einen Notar oder nicht? Und das ist genau das, was jetzt da gerade passiert, dass da sehr viele Geschäftsmodelle auch überdacht werden. Was kann mit so einer Blockchain gemacht werden? Das ist jetzt nur ein Beispiel, da gibt es noch ganz viele. Und was wären die Auswirkungen dann? Ob das tatsächlich so kommt oder nicht? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Die Technik wird es hergeben auf alle Fälle. Und was dann auch noch passiert, das ist, dass die ganzen einzelnen Blöcke so in eine Kette gespannt werden, in eine Chain gespannt werden, damit es auch revisionssicher, fälschungssicher ist. Da kann nichts mehr passieren dazwischen drin. Da kann man nicht plötzlich irgendeinen Block rausnehmen und plötzlich, hup, weiß ich nicht mehr, wer das gekauft hat oder wo das jetzt gerade liegt. Also das ist ein Thema, was ich denke, das Potenzial hat, dass es der nächste riesengroße Schritt ist, ähnlich dem Internet. Also als das Internet aufgekommen ist, das war, konnte man am Anfang auch noch nicht absehen, in welche Richtung das gehen wird. Zwischenzeitlich kann man es sich nicht mehr vorstellen, ohne Internet geht nicht. Slido, Internet geht nicht. Also es ist einfach da und es ist selbstverständlich und ich glaube, die Wirtschaft wird zusammenbrechen, wenn es nicht mehr da wäre. Ich glaube, ähnlich großes Potenzial hat die Blockchain, das wird sich erst noch über die nächsten Jahre zeigen, wo tatsächlich. Ganz ein konkretes Anwendungsbeispiel von der SAP, das ist jetzt mal innerhalb der Supply Chain, von so einem Overseas-Transport zum Beispiel, da gibt es ganz viele beteiligte Personen, da gibt es ganz viele Dokumente, die ausgefüllt werden müssen, die da gemacht werden müssen. Und das ist also ein typisches Beispiel, das gibt schon von der SAP, die haben das schon mal exemplarisch umgesetzt, dass eben die ganzen Beteiligten hier in einer gemeinsamen Blockchain unterwegs sind und dass die Daten, die gemeinsamen Daten dann auch in der Blockchain gespeichert werden. Das ist jetzt so ein Beispiel, wie sowas funktionieren kann. Die SAP hat noch andere Beispiele auch im Portfolio, zum Beispiel zu Lebensmittelnachverfolgung und sowas, lückenlose Nachverfolgung, fälschungssicher, genau das gleiche für Pharmazieprodukte, solche Sachen, also Medikamentenfälschungen, solche Sachen, dass das halt auch wirklich sauber nachvollziehbar ist, revisionssicher nachvollziehbar ist. Aber da gibt es auch im privaten Umfeld ganz viele Möglichkeiten in Zukunft, wo sowas Einzug halten kann, zum Beispiel Mietwagen. Also warum brauche ich dann eine Bank dazwischen, wenn ich da irgendwo einen Mietwagen bezahle? Das kann ich doch direkt mit dem machen, das wäre auch wieder so ein Beispiel für Blockchain. Oder die ganze Energiewirtschaft ist auch schon mit durchgedacht worden. Was würde denn passieren, wenn ich meinen
Strom nicht von der E.ON beziehe, sondern von irgendjemand anders beziehe. Zum Beispiel von meinem Nachbarn, von Thomas Blöchel. Der hat eine Photovoltaikanlage auf dem Hausdach drum, der braucht seinen Strom jetzt nicht. Ich kaufe ihm einen Strom ab. Ja, wie läuft denn das? Über Banküberweisung oder wie will man das dann hinterher abrechnen? So kleine Transaktionen, sowas in der Form. Typisches Beispiel auch, wie eine Blockchain funktionieren könnte. Ich kaufe vom Thomas einen Strom, den er produziert auf seinem Dach und das Ganze wird intern verrechnet über Blockchain. Fertig. Also das Ding hat ein Potenzial, die SAP ist da gut aufgestellt, die Möglichkeiten sind da und wie das genutzt wird, das wird einfach die Zukunft dann erst noch zeigen. Aber Thomas, jetzt haben wir viel gehört, was möglich wäre, wie es aussieht. Wie wird denn so eine tatsächliche so eine Infrastruktur, so eine Architektur jetzt konkret aussehen? Ja, eins, was mir schon mal neu ist, ist, dass wir Nachbarn sind. Oh ja, im Entfernung. Zum ersten Mal, aber nichtsdestotrotz. Ich habe mal das Jahr 2025 rausgegriffen, und zwar deswegen, weil dort das ECC, wie wir es jetzt kennen, unser ERP-System aus der Wartung läuft. Und bis dahin ja eigentlich alle von uns umstellen müssen und deswegen das Jahr 2025 einfach mal exemplarisch, wie sieht unsere Unternehmens-IT-Infrastruktur aus. Variante 1, weiterhin on-premise S4HANA, vielleicht mit ein paar anderen Systemen, EWM und sowas, das sich Side by Side mit installieren lässt. Aber alles andere, und ich nenne es jetzt einfach mal nicht Cloud-System, sondern System aus der Steckdose. Weil das ist das, was automatisch, wenn ich mit der SAP heute irgendwo im Internet einen virtuellen Vertrag unterschreibe, mir jetzt schon zur Verfügung steht. Wir haben S4HANA zusätzlich mit anderen Systemen, die die SAP als Intelligent Suite bezeichnet. Wir werden in der Cloud ein zentrales Fiori Launchpad haben, in dem wir sozusagen über eine Anwendung, über eine Applikation auf alle unsere Systeme entsprechend zugreifen können. Und alle Systeme, die wir hier haben, werden auch nicht, wie wir es jetzt kennen, monolithisch irgendwo in einzelnen Transaktionen stattfinden, sondern alle werden irgendwo integrierte Geschäftsprozesse abbilden. Wir werden nicht mehr merken, wir haben vorher das Thema gesehen mit S4HANA, Kundenlead und so weiter, Opportunity bis hin zum Kundenauftrag im ERP-System. Das wird alles durchgängig sein und auch für den Anwender komplett durchgängig sich anfühlen. Das Fiori Launchpad mit einem digitalen Assistenten mit dazu, bei der SAP nennt sich der Copilot. Auch der steht in den Startlöchern, ist verfügbar, der uns dabei unterstützt, entsprechend hier mit den verschiedenen Systemen zu arbeiten. Wir werden eine zentrale Userverwaltung haben. Das heißt, wir müssen uns nicht mehr darum kümmern, wer hat jetzt wie irgendwie Zugang auf irgendwelche Systeme und ich muss jeden User entweder verteilen oder deren Berechtigungen in jedem System anlegen. Das Thema wird hier mit in der Cloud liegen. Die Cloud wird einen App Store haben. Über diesen App Store lassen sich Entwicklungen, neue Produkte der SAP in mein Portfolio mit integrieren. Es lassen sich aber auch Partnerprodukte in mein Portfolio integrieren. Und ich denke, es wird so weit gehen, dass ich nicht als Unternehmen mir eine App sozusagen mit dazu installiere, sondern ich kann individuell als Benutzer, als Anwender, als Mitarbeiter eines Unternehmens sagen, hey, ich habe hier eine neue App, die hilft genau mir persönlich jetzt gerade mal weiter, die beziehe ich mir in dem Store und die habe ich dann in meinem Launchpad hier mit drinnen, die greift auf meine Daten durch und macht mir als einzelnes Individuum das Leben leichter. Wichtig auch, glaube ich, zu verstehen ist in dem ganzen Thema, dass nicht wir, wie wir es heute kennen, Zusatzentwicklungen, Modifikationen, die wir jetzt in Z-Programmen hier im S4 ablegen, machen, dass wir das noch weiter so tun. Wir werden Zusatzentwicklungen hier in der Cloud machen, side by side zu den Systemen. Und diese Entwicklungen haben dann wiederum Zugriff entweder auf das S4HANA oder auf alle anderen Systeme. Und gleichzeitig haben diese Entwicklungen auch Zugriff auf die technologische Basis, die hier die SAP entsprechend mit ausliefert. Um das Ganze zu ermöglichen, arbeitet momentan die SAP daran, in allen ihren Produkten ein API-Konzept zu etablieren. Das heißt, wir haben nicht mehr die Möglichkeit, über Select-Anweisungen irgendwie auf die Daten zuzugreifen, sondern nur noch über Programmschnittstellen mit den Systemen zu arbeiten. Das steckt noch in den Kinderschuhen, recht viele APIs gibt es nicht, aber wenn man mal betrachtet, mit welcher Geschwindigkeit die SAP da gerade unterwegs ist, dann wird sich bis 2025 da irgendwie ein Katalog aus Zehntausenden solcher APIs gebildet haben. Die ganze Plattform mit Open Connectors, das heißt auch Schnittstellen in andere Programme rein, erste Beispiele gibt es da. Ich weiß nicht, wer von Ihnen verwendet Microsoft Teams zum Beispiel? Doch ein paar.
Es wird möglich sein, in Teams kollaborativ in der Microsoft-Umgebung zu arbeiten und dort einen Bot zu haben, den ich Sachen fragen kann, die im SAP-Kontext sind, und der wird mir Informationen aus meinen ERP-Systemen entsprechend direkt in ein Teams, in einem Teams zur Verfügung stehen. 150 solcher Konnektoren gibt es bereits. Ein weiterer wird sein, dass ich halt mit BMW Connected Drive zum Beispiel morgens in meinem BMW einsteige und mir Informationen aus meinen ERP-Systemen holen kann. Die zweite Variante, und das ist definitiv die präferierte Variante der SAP, ist das S/4HANA eben auch noch gleich mit zusätzlich in der Cloud. Die beiden Varianten mal ein bisschen im Vergleich. Was bedeutet das? In den Update-Zyklen, so ist die SAP da momentan schon unterwegs, in der S/4HANA Cloud erhalte ich einmal pro Monat, ich glaube, es stimmt nicht ganz, einmal pro Quartal automatisierte Updates meines ERP-Systems. Diese werden dann gebündelt und stehen dann einmal pro Jahr als Service-Pack in der S/4HANA On-Premise-Variante zur Verfügung. Also beide Systemvarianten haben letztendlich immer noch den gleichen Funktionsumfang, die gleiche Codebase, nur die Zyklen, in denen ich sozusagen diese Dinge zur Verfügung gestellt bekomme, sind unterschiedlich. Auf der einen Seite macht es die SAP für mich, abzudaten, auf der anderen Seite muss ich mich selbst darum kümmern. Hinsichtlich der Erweiterungen, wie schon angesprochen, in dem Cloud-Kontext Erweiterungen nur noch über die APIs. Im S/4HANA On-Premise stehen auch die APIs dann zur Verfügung, gleicher Funktionsumfang, aber es wird trotzdem eben noch die Möglichkeit geben, über Z-Coding, über eigene Entwicklungen sozusagen direkt im System arbeiten zu können. Im User-Interface-Umfeld S/4HANA Cloud, nur Fiori, nichts anderes. Und der On-Premise-Variante werden eben noch die vorhandenen Technologien wie DynPro, WebDynPro und so weiter noch mit unterstützt. Aber ganz ehrlich, strategisch gesehen, mit dem, was die SAP so betreibt und mit der Energie, die sie in die Cloud-Varianten setzt, denke ich, wird das alles ein Stück weit in Zukunft einfach auslaufen. Ja, jetzt werden wir das mal betrachten. Wir haben hier eine Systemlandschaft in der Cloud, auf das Adidas-Beispiel zurück. Wir haben alle Beteiligten, die irgendwie in der Wertschöpfungskette mit drin sind, auf einer Plattform, in einem System, mit unseren internen Abteilungen sozusagen in einer Anwendung, in einer Systemumgebung integriert, die dann letztendlich integrierte End-to-End-Prozesse abbildet und das Ganze durch intelligente Systeme und durch maschinelles Lernen entsprechend unterstützt wird. Ein anderer Ausblick an der Stelle auch nochmal zum Thema User Interface. Ich habe schon ein paar Themen angeschnitten. SAP Fiori. Als ich die Folien erstellt habe an der Stelle und die Jahreszahl damit reingeschrieben habe, Fiori 1 2013, habe ich dann schon mal auch geschluckt, weil ich halt festgestellt habe, die Technologie gibt es schon seit 5 Jahren und ist schon fast eine der stabilsten User-Interface-Technologien, die SAP somit herausgebracht hat. 2016 gab es eine neuere Variante und Fiori 3 in der ganz aktuellen Version kommt jetzt noch Ende dieses Jahres entsprechend mit heraus. Hier auch nochmal ein bisschen die Eindrücke, wie sich das mittlerweile entwickelt hat. Hier waren wir noch so in einzelnen Kacheln unterwegs. Hier war das Ganze schon eher kollaborativer, nochmal bunter, mit entsprechenden Alerting-Funktionen, Benachrichtigungsfunktionen entsprechend hier mit drin. Und in Zukunft, da gehen wir jetzt nochmal mit drauf ein, ein paar Eindrücke, wie es denn nochmal ausschauen wird. Das ist Fiori 3, kommt dieses Jahr noch mit raus und ich glaube wesentlich an der Stelle, man sieht es hier oben mit drin, Copilot, dieser digitale Assistent, wird hier komplett im User-Interface integriert werden. Es wird weiterhin diese Anwendungen so in der Art und Weise geben. Wichtige Neuerung aber im Zusammenhang mit Copilot und Fiori 3 wird sein, dass die Oberflächen an sich dynamischer werden. Bedeutet, wenn ich irgendwie einen Assistenten habe, den ich per Text- oder Sprachbefehl irgendetwas fragen kann, muss die Oberfläche auch so dynamisch sein, mir die Inhalte, die Informationen in beliebiger Art und Weise im Kontext darstellen zu können. Und ich will nicht einen Assistenten haben, der mir von einer App in die andere irgendwie den Weg weist oder mir irgendeine App öffnet. Nein, ich will einen Assistenten haben, den ich frage, der mir dann die Informationen liefert, die ich jetzt gerade brauche und in der Art und Weise, wie ich sie brauche. Und genau auf das wird Fiori 3 ausgelegt sein. Ein kleiner Ausblick dazu in diesem Video der SAP. Fiori 3 auch auf mobilen Endgeräten verfügbar.
Wir bekommen Informationen entsprechend hier auf unsere Endgeräte, egal wo wir sind. Wir werden darauf hingewiesen, dass irgendwas mit unserem Umsatz passiert, der bricht hier ein. Wir haben die Möglichkeit, uns genau das mal detaillierter anzuschauen oder auch für später uns das Ganze mal zu merken. Wir wollen uns da später detaillierter darum kümmern. Was machen wir jetzt? Wir schauen uns die Analyse nochmal im Detail an. Und Fiori 3, auch nativ für iOS zum Beispiel erhältlich, ermöglicht uns dann, halt auf dem Tablet die Auswertung nochmal anzuschauen und auf dem Tablet tatsächlich irgendwo, wo ich will, im Kontext zu dieser Auswertung zu sagen, hey, ich möchte das Ganze mal nach Wochen und nicht nach Monaten aufgerissen haben. Wir schreiben einfach rein nach Wochen. Das System erkennt das entsprechend, wandelt es um, macht uns den Aufriss nach Wochen. Stelle auch nochmal genauso. Wir wollen eine Marktanalyse, wir leiten das entsprechend weiter. Und wenn wir das jetzt mal betrachten, dann werden wir nicht mehr durch Transaktionen geleitet, sondern wir arbeiten einfach in einer Anwendung mit einem Assistenten, der in der Lage ist, uns die Informationen so zu repräsentieren, wie wir sie gerade brauchen. Jetzt haben wir da ein paar Beteiligte entsprechend auch noch mit dazugenommen zu dem ganzen Vorfall. Und ja, an der Stelle wollen wir halt morgen mit diesen Beteiligten ein entsprechendes Meeting machen, auch wieder über den Assistenten. Der analysiert jetzt dann automatisch im Hintergrund mal die Kalender der Beteiligten und findet mögliche Zeitpunkte raus, wann denn überschneidungsfrei hier alle einen freien Slot haben. Also ich glaube, das ist ein guter Eindruck, wo es denn hingehen soll. Beim Ansehen dieses Videos war mein erster Eindruck, also was hat sich die SAP denn insgesamt mit dem Video gedacht? Also entweder steht die Technologie, weil sie so teuer ist, nur diejenigen zur Verfügung, die einen Privatjet haben. wir haben damit so viel Mehrwert, dass wir zukünftig alle einen Privatjet entsprechend uns leisten können. Also so ganz klar waren wir das an der Stelle noch nicht. Aber inhaltlich gesehen, glaube ich, ist es ein gutes Video zu zeigen, wo es denn hingeht. Aber wo es denn insgesamt noch weiter hingehen kann, Karl, hast du eine Idee? Ja, gute Frage. Ja. Du Thomas, aber so fern liegt das jetzt nicht. Also wenn man für 19,60 Euro einen 7er BMW kriegt, vielleicht kriegt man für 500 Euro einen Privatjet. Ich weiß es ja nicht. Könnte ja sein. Na gut. Okay, also schaut auf alle Fälle cool aus. Na gut, also wo könnte es denn hingehen? Wo könnte denn die Reise noch weiter hingehen? Also ich habe das mal ein bisschen aufgerissen, wo wir herkommen, dass man das auch mal ein bisschen versteht. Und dann, was könnte auch der nächste Schritt sein? Und wo wir herkommen, das ist ja die 1960er, 80er, als halt die Mainframes noch ganze Zimmer gefüllt haben, 2 Megabyte Arbeitsspeicher, schon das höchste der Gefühle war. Da ist irgendwo losgegangen, dann kam die ganze Client-Server- und Internetarchitektur. Ich muss zugeben, das war dann der Zeitpunkt, als ich in das Geschehen mit eingestiegen bin. Das davor, das kenne ich nur vom Hörensagen. Jetzt bin ich auch schon ein bisschen älter geworden zwischenzeitlich. Dann kommt Cloud. Mobile, Big Data, Intelligent Technologies mit dem Intelligent Enterprise. Und da sieht man, in der Phase sind wir jetzt gerade drin. Also das haben wir ja noch lange nicht erreicht. Also wir sind ja noch nicht so weit, dass man jetzt alle Firmen schon voll digitalisiert hat, was auch immer das bedeuten mag. Oder dass wir schon irgendwelche intelligenten Unternehmen haben in dem Zusammenhang. Aber das ist die Phase, in der wir jetzt gerade unterwegs sind. Und jetzt, wenn wir jetzt einfach mal einen Schritt, einen Blick, weil wir haben heute auch schon gelernt, ich glaube, der ist hier gesessen, oder? Der hat immer gesagt, das macht durchaus Sinn, dass man auch schon mit 2 Schritte in die Zukunft sieht, dann könnte das so sein, dass da sehr viel von dem, was da bei uns in den Firmen läuft, durch Roboter, durch künstliche Intelligenz und in einem automatisierten Unternehmen gemacht wird, Automated Enterprise. Also wenn man jetzt einfach mal ein bisschen in die Zukunft denkt, dann ist die Frage, brauche ich noch jemanden, der da sitzt und das Verikonto auszifft und die Aktionen macht? Brauche ich noch irgendjemanden, der Bestellungen freigibt und solche Sachen macht? Brauche ich noch irgendjemanden, der Zahlungseingänge noch mehr auszifft und verbucht? Das ist die Frage, was man sich schon mal stellen kann. Markus, wer war das? Herr Frey von Oxford hat eine Studie gemacht, waren vor ein paar Jahren, und da ist mir rausgekommen, dass man locker flockig 50% der Jobs in den Unternehmen in der westlichen Welt wegfallen könnten, die nächsten 20 Jahre, 5 bis 20 Jahre. Also kann man sich zumindest einmal nachdenken drüber, was da alles passieren kann und wie es da aussieht. Und wer jetzt denkt, na, das ist aber schon ein ganzes Eck weg an der Stelle, und es ist also schon weit hergeholt, was da in 15 Jahren passieren kann,
Der sollte sich vielleicht einfach nochmal ganz kurz 15 Jahre zurückbeamen. Ich weiß nicht, ob das damals jemand mitbekommen hat. Das war also eine Aktion, das hat das amerikanische Verteidigungsministerium gesponsert. Die haben das als Challenge ins Leben gerufen. Ich glaube, das war 2003 oder 2004. Um 1 Million $ Preisgeld geboten für denjenigen, der es schafft, ein autonom fahrendes Fahrzeug 160 Meilen alleine eigenständig durch die Wüste zu schicken. Das sind die Themen, die damals dabei rausgekommen sind. Es hat kein einziges Fahrzeug geschafft. Ein Jahr drauf haben sie das Preisgeld verdoppelt, das waren dann 2 Millionen. Und da glaube ich, haben es dann immerhin 4 geschafft. Also so hat es damals ausgesehen. Jetzt, aktuell, Jahr 2018, sieht das Ganze so aus. Ja, das war's von unserer Seite von Illusionen, Visionen. Also wir haben jetzt den Vorteil gehabt, wir konnten jetzt ein bisschen spinnen, weil Illusionen, Visionen, da muss man jetzt nichts zeigen, was unbedingt genauso kommt. Also geht es nicht davon aus, dass es alles genauso verfügbar ist oder so kommt. Das waren jetzt Illusionen, das waren Visionen. Aber ich muss Ihnen sagen, als Partner ist es ein verdammt gutes Gefühl, dass sich die SAP mit solchen Themen beschäftigt, dass wir einen Partner mit der SAP auch an der Hand haben, der sowas zur Verfügung stellt, dass man genau solche Sachen dann eben zukünftig auch machen kann. Und Ihnen als Kunde sollte das genauso gutes Gefühl geben, dass Sie mit der SAP einen Lieferanten haben, der eben sowas ermöglicht und dass Sie mit T-Con auch einen Lieferanten haben, hoffentlich, der sich mit solchen Sachen beschäftigt. Auch wenn wir eben hier und jetzt noch ganz andere Themen, ganz andere Probleme haben. Also von der Seite her nochmal, wie gesagt, das waren Illusionen, das waren Visionen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, Karl, das waren auf jeden Fall auch viele Buzzwords. Ich habe auch gelernt, ich brauche einen Jet und ich brauche einen großen Monitor für Fiori 3. Da war ganz schön viel auf dem Bildschirm drauf. In der Systemlandschaft, die du gezeigt hast, Thomas, da war ein ganzer Haufen an Systemen drin. Da war auch ein ganzer Haufen an Innovationen drin. Jetzt weiß ich, wir haben sehr viele IT-Fachleute auch im Raum. Wenn wir so viele Innovationen implementieren wollen die nächsten Jahre, besteht dann nicht wieder die Gefahr von Insellösungen? Und wie können wir das in der homogenen Landschaft auch irgendwie wieder zusammenhalten? Ja, ich glaube, wir müssen umdenken und dürfen nicht mehr von Systemen in der Art und Weise sprechen, wie wir sie heute kennen, dass wir davon ausgehen, dass wir irgendwas installieren, dass wir Hardware vorhalten müssen. Das ist das, was ich gesagt habe, hey, das ist einfach das System aus der Steckdose. Wir müssen es als Service betrachten. Wir haben die Möglichkeit, sozusagen per Online-Bestellung ein neues System, einen neuen Service zu buchen, der automatisch integriert ist in alle anderen Services, die außenrum schon existieren, wo ich die Möglichkeit habe, eigene kleine Anwendungen vielleicht als Erweiterung mit hinzu zu installieren und die ich aber genauso gut auch auf gleiche Art und Weise halt auch wieder wegschmeißen kann, wenn ich sie nicht mehr brauche. Ohne dass ich jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen haben muss, mir vorhalten zu müssen, ich habe ja da einen Server gekauft und der steht ja jetzt im Keller oder sonst irgendwas. Es wird einfach da sein, wie heute das Internet aus der Steckdose. Das war das, was Karl auch sagte, Speicher wird einfach da sein, ja. Rechenleistung einfach da. Du hast es schon ein bisschen angesprochen, Karl, du bist Geschäftsführer der T-Con, Inhaber und das ist schon auch eine wahnsinnige Innovationsgeschwindigkeit, die uns als Partner auch bewegt. Was werden wir die nächsten Jahre tun, um diese Innovationsgeschwindigkeit auch mitgehen zu können? Ja. Also was wir die nächsten Jahre tun werden, das ist das, was wir die letzten Jahre auch gemacht haben, nämlich erfolgreiche Projekte bei unseren Kunden machen und die Probleme, die ihm hier und jetzt existieren, natürlich auch lösen und unsere Kunden begleiten. Und gleichzeitig natürlich den Blick immer nach vorne halten, in welche Richtung wird sich das entwickeln, damit man sich zumindest da nichts verbaut an der Stelle. Also das ist ja das Thema, was heute, glaube ich, auch nochmal kurz rausgekommen ist in der Podiumsdiskussion. Wir müssen erstmal die Basis schaffen, damit wir auf der Basis dann überhaupt in so eine Richtung weitermachen und weiterdenken können. Aber es macht durchaus Sinn, dass man schon 2, 3 Stufen auch in die Zukunft denkt, wohin kann das führen, wie kann das aussehen und wo kann man jetzt vielleicht auch schon kleine Schritte machen, vielleicht auch neben der Installation, die man jetzt schon macht, auch mit den ersten Gehversuchen in so einer SAP HANA Cloud-Plattform auch macht. Und das ist vielleicht das Thema, was auch mit unserem HR-Portal von uns schon beispielhaft dabei ist. Wir sind da schon seit ein paar Jahren aktiv in die Richtung. Wir machen da auch die ersten Themen, was wir da umsetzen. Und von der Seite her versuchen wir da natürlich schon am Ball zu bleiben. Also ich danke euch beiden. Ich denke, wir konnten
einen interessanten Eindruck kriegen, wo die SAP das ganze Thema hindenkt und was auch die Kunden in den nächsten Jahren erwartet. Ich selber habe die Erfahrung gesammelt, was auf der TechEx sieht, das wird dann so in ungefähr 3 bis 5 Jahren Realität sein. Also von daher war vieles auch noch tatsächlich Zukunftsmusik und vielleicht ändert sich auch ein bisschen was. Vielen Dank für eure Einblicke. Sehr gerne. Sehr gerne. Danke.